Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video vom, was war das? Das war der 420 von IDPRT. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ey. Und zwar, yep. Ich hatte nach dem Unboxing, um Platz zu sparen, hier wieder reingeräumt. Die Software braucht man nicht installieren. Ich habe ja die Software von dem 410 schon installiert. Die funktioniert hier auch. Das habe ich in dem Video auch schon erzählt. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Alles. Hier ist natürlich halt der Vorteil beim 420, dass wir eine Kammer haben, wo das Papier drin ist. Bei dem aus Versehen hochgekommen. Bei dem 410, da haben wir natürlich, liegt das alles hinten dran, das Papier. Das ist halt ein bisschen ungünstig, finde ich. Aber auf den Bildern sah das so aus, als wenn es da auch irgendwie so ein Gestell gibt, was man dazu buchen kann, dass das denn da halt von abgewickelt wird. Aber naja, da ist dann halt das Modell halt hier schon wesentlich besser. Wir haben hier, habe ich euch am Unboxing gezeigt. Ich werde euch das Unboxing auch oben verlinken. Ein schönes, kompaktes Modell. Das Papier ist da drin. Laserdrucker. Hinten sind die Anschlüsse. Also wirklich klein und kompakt. So. Das ist die Schutzfolie. Die habe ich hier auch noch drin. Ich habe auch hier schon so vorgemacht. Hier seht ihr den jetzt. Ich muss mal gucken, wie ich es aufkriege. Dann werden wir den jetzt mal anschließen. So. Das ist alles kein Hexenwerk, das zeige ich euch jetzt. Wir nehmen einfach mal den Akku hier. Dann nehmen wir dann halt. Muss ich erstmal den Stromkabel abmachen. So. Ne? Wo bist du denn? Da. So, wie beim Laptop, so, ja, sind hier drei Pole, also drei Noppen, einfach den richtig rum reinstecken. Dann können wir das auch hier schon, ich habe mir jetzt eine Steckdose geholt, reinstopfen. Dann hätte ich das gar nicht aufmachen müssen. Hätte ich mal nur die Kleine aufmachen müssen. Aber naja. Mal die kleine Futzelzeug jetzt hier auch noch auf. Wenn es aufgehen würde. Jetzt einmal zu. Ey, ist ja nicht. Ich habe mit diesem Drehding immer Probleme. So. Und jedes Mal auch beim Aufmachen, das soll so einfach sein, einfach aufklappen. Ja, die sind ja nur so zusammengefaltet. Trotzdem, jedes Mal ist, hast du dann ein Kabelwirrwarr und hier ein Knoten drin ist. So, dann machen wir den einmal an den Strom ran. Er leuchtet natürlich noch nicht. Weil ich habe den Schalter noch nicht umgelegt. Ich muss erstmal noch gucken, hier muss ich aufpassen. Die Drahtteile, die kann ich hier nicht liegen lassen. Der frisst der Kater an. Der frisst alles an. Plastik ist so sein Ding irgendwie, keine Ahnung. Aber ist schon besser geworden. Der tackert nicht mehr jede Plastiktüte. Also der fristet nicht. Also nicht, dass er mich falsch versteht. Der fristet nicht, dass ihr denkt, der frisst Plastiktüten oder so. Aber die kaputt oder so. Nö. Nur das Harte von der Plastiktüte, den Henkel. Den tackert er, da geht er immer lang. Tack, 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 tack. Und dann hast du da lauter Löcher drin. Das Ding ist noch komplett intakt, der frisst den Plastik nicht auf. Der tackert's nur. Hier schon wieder, ey. So, und dann stöppeln wir mal da an. Und dann hauen wir das mal in Strom. So.
Dann machen wir den mal an. Haben wir hier schon durchgezogen? Nee, noch nicht. Müssen wir den dann erstmal aufmachen. Ziehen wir das hier durch. Ne? Ist hier vorne so ansatzweise aufs Rad. Und dann machen wir das hier einfach zu. Jetzt macht er das einmal raus. Und müsste das eigentlich auch wieder reinfahren. Also der andere hat das auch wieder reingefahren. Wir wollen hier kein Blatt verschwenden, also ziehen wir wieder rein. Ich glaube, wir müssen ein Blatt verschwenden. So, ich mach mal so, dass ihr das so seht, dass hier wirklich was passiert. Also, ich denke mal, was ich will, der haut hier immer das eine raus hier. Ja, und ich kann jetzt noch mal eindrehen hier. Ich mache das jetzt einfach mal vors Rad. Ja. Da greift das natürlich nicht. Dann leuchtet die rote Lampe. Also wir müssen schon halbwegs aufs Rad drauf machen. So. Ja, also da haben wir auf jeden Fall eben Blattverschwendung. Bei dem anderen, bei dem kleineren, bei dem 410, da hat er das praktisch rausgemacht und hat den nochmal aufgezogen. Also wieder nach hinten raus. Naja, wir haben eins halt übrig. Okay. So, ist aber auch nicht so schlimm. Gucken wir nach. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Das habe ich jetzt schon mal vorgefertigt. Das habe ich im letzten Video zu dem 410 schon gezeigt. Das ist bei, bei der Enterprise-Version der Software. Da habt ihr verschiedene Dinger, die sind vorgefertigt. Ja, die könnt ihr natürlich bearbeiten, wie den schwarzen Strich hier oben. Den habe ich jetzt einfach mal von hier kopiert und da eingefügt. Oder wir können auch so einen dünnen Strich nehmen. Und dann könnt ihr aus Vorlagen praktisch euer eigenes Ding basteln. Oder ihr fangt von Grund auf neu an und macht euch Felder mit Adresse hier, dann bam. Hier haben wir den, so, das sieht dann so aus. Ja, dann hat man dann hier so eine Textseite und hier steht dann halt alles, was man dann bearbeiten kann. Hier, da habe ich dann das. Ja. Und das muss man dann halt austauschen. Und dann hat man dann halt hier die Abkürzung. Ja. So. Das ist auch alles so für ausgelegt, dass halt bei Buchungssoftware, also wenn ihr ein Buchungssystem, also ein Lagersystem habt oder so, da gibt es ja spezielle Software, dass das dann dafür ausgelegt ist, dass die Software das anspricht, dass man dann halt so ein Standardlabel sich zum Beispiel wie das hier erstellen kann. Das ist jetzt von UPS. Ja, das muss ja nicht unbedingt UPS sein. Wir können jetzt hier zum Beispiel auch mal reinschreiben. Odin Express. Zack. Hä? Odin zu wenig Platz oder was? Nee, da macht er die Schrift größer. Der passt sich das schon automatisch an. Ja, das will er gerade komischerweise nicht ändern. Alles andere konnte ich ja ändern. Keine Ahnung, wo gerade das Problem ist. Und dann könnt ihr das auch so ausdrucken. Ich mache jetzt einfach mal.
Achso, jetzt bin ja hier in der Enterprise Edition. Die habe ich ja nicht. Entschuldigung, mir bleibt gerade die Stimme weg. Achso, die 1 geht, deswegen ging die 1 nicht zu ändern. Das geht auch vorlaufend. Und auch die QR-Codes ändern sich dann. So, Druck. Also. Müsst ihr hier auf den QR-Code achten, ja. Ich werde das mal anders machen. Ich werde das mal das Druckteil beiseite packen. So, Druck. So, ich mache das mal hier beiseite. Müsst ihr hier auf die QR-Codes achten. Ja, und ich sage einfach drucken. Dann kommt ein neuer QR-Code. Normalerweise müsste das dann auch weitergehen. Der nimmt das jetzt natürlich nicht, weil der Drucker ist gerade nicht drin. Müssen wir erstmal sagen, drucken. Und dann müssen wir den 420er nehmen. Den hat er auch, seht ihr auch. Ich habe hier nicht die Software neu installiert. Gar nicht. Ich habe die Software ganz normal installiert. Die habe ich runtergeladen. Ich zeige euch auch gleich die Webseite noch, alle drum und dran. Für den 410er. Und das ist die gleiche Software für den 420er. Und der hat automatisch erkannt, dass ich per USB den 420er dran habe. Nehmen wir den einfach mal und dann haben wir Druck. Okay. Und dann druckt ihr hier. Ich habe ein paar Mal aufgedruckt, drucken gesagt. Ja, habe ich ein paar Mal oft gesagt. Naja, okay. Ach, hier hat er noch Rückstände von meinem letzten 1 plus SSS 2. Also hier steht es jetzt da nicht, aber hier auf dem Bild steht 2. Da habt ihr dann praktisch hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dinger hat er jetzt gedruckt hier. Können wir jetzt wegpacken. So. Und wie gesagt, ihr könnt euch auch euer eigenes Ding basteln. Dafür schließe ich die Software mal schnell. Nein. Nein, ich will nichts speichern. Und jetzt fragt er natürlich, welche Software ich... Nee, fragt er nicht. Normalerweise fragt er dann gleich, welche Software ich starten will. Leeres Dokument. So, Standarddrucker ist der 420er. 4420, ja doch. So, leeres Dokument, alles leer, ja. Keine Grafik, keine Farbe, kein gar nichts. Fertigstellen. So. Jetzt haben wir ein leeres Dokument. Und wir sind immer noch bei der falschen Software drin. Normalerweise fragt er jetzt am Anfang wegen der Enterprise Edition und so. Moment, da muss ich mal gucken. So, ich habe jetzt mal nachgeguckt. Hier steht Lizenz Ultralight drin. Ja. Spezial Edition Bartender 2016. Also sollte das jetzt eigentlich okay sein. Die kann man dann auch sagen, ausblenden und ein Schloss vormachen. So. Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck Wasser trinken, ich habe total trockenen Hals.
Ja, man kann das auch, wenn man schließt, kann man das auch speichern. Wir können auch eins wiederholen, was ich erstellt hatte im letzten Video. Aber hier oben steht immer noch Enterprise Edition. Oder ist der 410 nicht kompatibel? Das ist ja gleich breit und lang, Dinger. Neues. Leeres. Steht immer noch Enterprise Edition. Die Simulation ist aktiv. So, sollte. Ah, hier, bei Edition Auswahl war. Da hat man dann halt die Basic, Performance, Professional und Automation und ja, die Enterprise Edition. Die kann man dann alle testen, was die haben und was die nicht haben. Wir nehmen jetzt einfach mal die Lite-Version. Ja, die ist gratis. So. Dann öffnet, seht ihr, dass das hier auch sich das ändert, dass es jetzt eher so normal ist. So, und jetzt nehmen wir einfach mal ein neues Dokument, sagen wir einfach mal. Oder warte mal. Gucken, ob er das jetzt überhaupt öffnet. Ja. Hier haben wir die Komponenten. So, dann nehmen wir mal Bartender-Grafik hier rein. Einfach nur, dass ihr das mal seht. So, ihr könnt dann auch nämlich verschiedene Sachen machen. Ja, Seriennummer nur mit rein. Dann die Seriennummer machen wir mal nach unten. Oder allgemein machen wir also hier hin. Und dann haben wir hier Symbole zum Beispiel. Wir nehmen jetzt einfach mal bei Gefahr. Wir haben nur zwei Gefahrensymbole mit bei. Das ist das, Nummer 1 und Nummer 2. So, hier ist Nummer 2. Und wenn wir jetzt aber Formular 1 und dann sagen wir 01. Hier ist der Barcode. So. Da habt ihr dann 001 für den Barcode. Und hier haben wir dann nur die 001 und hier haben wir dann das erste Bild und hier haben wir den vierte. So, und jetzt nehme ich da jetzt einfach mal. Tippe ich hier mal ein paar Buchstaben ein. Und ihr seht, da kommen Zeichen dazu, bei manchen halt nicht. I jetzt so zum Beispiel ist nichts. Das ist jetzt wieder O ist was. P. Ü ist nichts. Und dann machen wir einfach mal schließen. So. Und dann seht ihr, ihr habt hier dann noch Haufen Sachen dazu gekriegt. Achso, nee, der macht da ja wieder das ganze Feld groß, so. Aber wenn wir das jetzt hier einfach mal sagen, wir nehmen das erste mal weg. Das können wir ja selber herstellen, so. Und dann könnt ihr das auch überall hinschieben, wo ihr hin wollt. Zack. Ja, hier haben wir den Kanickel, also für Tiere,
für Schwangere. Männer, Frauen, XN, keine Ahnung, was das sein soll. Immer sind verschiedene Warnzeichen. Die könnt ihr dann halt natürlich auch noch andere nehmen. Die sind alle drinne. Müsst ihr dann halt nur gucken, wie die Tastenkombinationen von den einzelnen sind. Auch Baumwolle ist jetzt hier zum Beispiel vorgefertigt. Da könnt ihr dann natürlich auch wahrscheinlich andere Symbole nehmen. Müsst ihr dann, also man, ihr könnt auch über diese komplett ein eigenes Label erstellen, wie es für euch aussehen soll. Absender, Empfänger, Linien dazwischen und so, QR-Code und die Vorlage speichern. Und der QR-Code zählt auch immer pro Druck, zählt der immer weiter. Ich werde mal gucken, dass ich euch das mal zeige. Im letzten Video hat er das nicht gemacht, da hat er mir den QR-Code nicht gedruckt. Die Zahlen druckt er, aber den QR-Code nicht. Kann auch sein, dass das jetzt nur gespeichert wird, dann keine Ahnung. Ich kenne mich mit Label, also mit Betriebssoftware halt nicht so aus. So, wir machen jetzt aber einfach mal drucken. Die 420 ist drinne. Die Nummer soll fortlaufen um 1, also geht da von 1 auf 2. Wenn ich jetzt hier sage, zum Beispiel um 12. Und hier auf Kopie pro Formular braucht man nur 1. Dann geht die Nummer jetzt auf 13. Logischerweise haben wir 1, 12 dazu, 12 und 1 sind 13. Geht da jetzt gleich auf 13 hoch. Sagen wir drucken. Zack, ihr seht da 13. Nee, der druckt dann 13 mal aus. Braucht da keine 13 Dinger hier, ey. Weil vorhin hat er nicht 13 mal, bei dem anderen Drucker hat er nicht 13 mal ausgedruckt. Ja, der druckt dann wirklich fortlaufend hier. Aus. Ah, ich habe noch Papier zum Testen. Und zwar 3 und wir sind bei... Ja, bei 9. Also die letzten hat er schon nicht mehr gemacht. Der hat aber diesmal... Oh, ich zeige euch das mal anhand diesem Bildes. So. Der hat das wirklich komplett gedruckt. Oder warte mal, ich mach mal hier unten. Dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen. Bei der Cam. Der hat das jetzt so gedruckt, wie wir das gemacht haben. Der hat den QR-Code jetzt endlich auch gemacht. Bei dem Drucker. Bei dem letzten hat er den QR-Code nicht gemacht. Die Nummer, die unten drunter ist, ist fortlaufend. Die Nummer ist fortlaufend. Hier haben wir die Warnschilder und hier halt die Dings und logischerweise alles schwarz-weiß, weil wir keine Farbe haben. Und ihr seht, dass ich das hier alles irgendwie... So, sammelt sich jetzt hier an das Papier, ey. Aber ich habe fortlaufende Nummer, so 1, Kopie, also da kennt man ja noch Kopie pro Nummer, so. Schließen. Ja. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie kriegt ihr die Software und das alles, das zeige ich euch natürlich auch. Müssen wir das erstmal hier zumachen. Also an sich ist es echt, also für mich jetzt zu Hause, ich würde mir jetzt irgendwas selber zusammenbauen, wo oben dann halt meine Adresse steht und beziehungsweise die von Odins Test hier oben steht und dann halt, wenn ich was verschicke, dass dann halt dann die andere Adresse da steht. Aber so ein oder halt jetzt für Schilder eine Schränke machen oder so, ist das was, könnte man das nehmen, aber für ein Hausgebrauch eigentlich eher unpraktisch, das ist wirklich was für Firmen. So. Nein. So, und dann sind wir hier. So, das ist nämlich, so sieht das aus, das ist das von dem 410.
Das von dem 420er, von dem jetzigen. Da geht ihr einfach auf die idprt.com Webseite und dann geht ihr oben auf Drivers. Nee, hier oben auf Downloads. Downloads. Und dann gebt ihr hier ein in der Liste, dass ihr den, müsst ihr ganz leicht runter scrollen, den 420er, ja, oder 410er. Dann Drivers empfehle ich euch als erstes zu machen und dann Windows. Das sieht dann so aus. Das sind die Treiber für den Drucker, damit Windows, wie es, ey, Alter, den kenne ich. Ja? Dafür sind diese Treiber. Wenn ihr die installiert habt, dann geht ihr auf Drivers hier oben rauf und dann gebt ihr einfach All-Typ und dann kriegt ihr hier noch andere Sachen. Ja? Zeig doch mal. Driver. Es sind halt. Ja, und Singulartyp. Und dann haben wir noch All-Typ. Da sind noch zwei dazugekommen. Beim 410er sind so ja drei Sachen dazugekommen. Und eins davon, von dem, was jetzt dazugekommen ist, ist diese Software. Ja, die ist komplett free, die ist, also, ja, da kann man auch in der Free-Version viel machen. Natürlich, wenn ihr die volle Version wollt, dann müsst ihr halt natürlich die Software kaufen. Ich habe aber hier noch nicht geguckt, inwiefern, ihr seht ja, die haben ja wirklich viel, viele Printer, verschiedene Printer. Ich habe jetzt noch nicht gefunden, wegen der Software, wo man die und wie teuer die denn halt wert. Also das habe ich jetzt noch nicht gefunden. So, ich habe jetzt mal die Bartender Software allgemein gesucht. Auf der, da kommen wir zu Label. Ja. Labeldent. Und da haben wir dann halt hier Bartender 2022. Bartender. Alle Bartender, Etiketten, Software, Starter. Dann haben wir hier Etiketten, dann haben wir hier die Professional und hier haben wir die Enterprise. Ach, hier unten stehen die schon, die Preise. Jetzt habe ich die einzeln aufgemacht. Naja, okay. So, Starter-Software kostet 200 noch was. Nur die Software, ja? Die ihr jetzt hier praktisch die Free-Version ja mit bei habt. Eine ältere Version, also nicht 2022, sondern von 2016. Dann haben wir nochmal Starter, 400. Und dann geht das halt hier hoch bis 600. Für drei Drucker, zwei Drucker, ein Drucker. Ja? Und hier die. Da. Ja, also die normale Starter-Software 279. Dann kommen wir zur nächsten. Automation-Software, die ist dann schon bei 1025 Euro. Es sei denn, ihr wollt es natürlich für 10 Drucker haben. Jetzt bis 3400 Novat hoch. Da haben wir hier noch 5 Drucker. Und dann ist das hier für 2 Drucker. Dann haben wir noch die Professional Version, also die kommt dann davor, vor den 1000 Euro. Die kostet nur 652 für zwei Drucker, für einen Drucker 400 noch was. Und dann haben wir hier für 5000 noch was und 2000 noch was natürlich für 10 Drucker. Und wenn wir uns dann hier die Enterprise Edition angucken, wo eigentlich alles drin ist, zwei Drucker 1700 noch was, 5 Drucker 3000 noch was, bei 10 Druckern sind wir schon bei 5000 noch was, sind wir knapp bei 6000, also die Preise sind schon heftig. Aber wie gesagt, ihr habt ja die 2016er Version mit bei, also das, ja, und das ist eine von den Dateien, die ihr einfach installieren. Und wenn ihr die dann startet, beim ersten Mal, da fragt er denn, also die können wir ja jetzt ausmachen, da fragt er ja dann nach. Da steht ja da Test, 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 Test und ihr müsst einfach das unterste nehmen. Und da habt ihr auch
viele Sachen, die ihr einstellen könnt, selber machen könnt. Oder wenn ihr schon eine Software habt für Etiketten drucken für eure Firma, dann habt ihr die ja. Dann könnt ihr da einfach nur sagen, den Drucker austauschen, also praktisch oben sagen, der und der Drucker ist es jetzt. Und dann kann der Drucker das ja, kann ja hier loslegen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn, wie gesagt, ich werde euch das oben in der Ecke nochmal von dem 410er verlinken. Falls euch das auch interessiert. Wie gesagt, für zu Hause würde ich sagen, ist nicht für jeden was. Also wenn man öfters mal Pakete verschickt oder bei Windspielen vielleicht in Enatur mitmacht und dann halt das so soll sein und dann halt einfach sagt, hier druck mal aus und dann halt immer fortlaufen mit den neuen Adressen, kann man ja alles, gibt ja für alle Programme und was man erstellen kann. Oder dann halt nur die neue Adresse mal rinkopieren, ausdrucken, neue und dann halt vorne steht meine und dann die, wo hin gehen soll zum Beispiel und dann immer nur austauschen. Aber es ist wirklich schon eher für Firmen und Unternehmen gedacht, die halt wirklich viele Labels drucken und oft Labels drucken und viele brauchen. Da kann das Ding dann hintereinander weg und dann geht das zu den Paketen und dann fertig ist. Und natürlich muss das auch noch kontrolliert werden, dass das richtige Label am richtigen PC ist. Am richtigen Paket ist. Sonst bestellt der eine Klopapier und der andere Hundefutter und bei dem der Klopapier wollte, kommt das Hundefutter an. Ja, das ist ja dann natürlich nicht gerade das Ideale. So. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären, Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. Odin's Test.